back when I had Krampus coming to town with his rusty bells and chains and the look of fear on the kids' faces. That's the holidays. Who's Krampus? Friend of mine, we used to hang out in Eastern Europe in the 1800s. I got some pictures. Take a look. Hmm. Krampus was intense, let me tell you. That guy was insane. I'd love to see these helicopter parents today if Krampus was to stuff their little brats into his drowning tub. Oh! So he drowns the children? No, not all. See, that's Krampus, you know? It's like, no, maybe he'll just hit him with a shoe. Hallo und herzlich willkommen beim Sammlerplatz. Heute mal wieder mit einem Steelbook. Und ihr seht es schon, es geht um Krampus. Ja. Krampus ist quasi, ja, der Gehilfe des Weihnachtsmanns. Ich kenne jetzt nicht genau den Mythos dahinter. Also in, ja, hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, genau gesagt aus dem Ruhrgebiet, da ist ja der Knecht Ruprecht quasi der Gehilfe des Weihnachtsmanns und kommt, wenn die Kinder nicht artig waren. Und der Krampus ist quasi so das Gegenstück, ist aber mehr in Süddeutschland, Österreich, glaube ich, mehr beheimatet. Ich glaube, Skandinavien und ich weiß es nicht, in welchen Gebieten der Welt noch so. Also ist eher ja so eine kleinere Randgruppe, so eine Sekte, die daran glaubt. Nee, also ist eher nicht so weit verbreitet wie Knecht Ruprecht, wobei, ich weiß gar nicht, bei den Amerikanern. Naja, auf jeden Fall, Krampus ist quasi jetzt hier so eine Art Horrorfilm geworden. Nicht so eine Art, es ist ein Horrorfilm geworden. Und ein sehr, sehr guter, muss ich dazu sagen. Und den habe ich jetzt hier im Steelbook. Und ja, den präsentiere ich euch jetzt. Dann fangen wir direkt mal an. Ja, wir haben hier einmal dann das Frontcover und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Auch von den Farben her blau, passt perfekt zum Winter, blau, weiß. Dann mit dieser Landschaft und dem Krampus, diese ja, Horrorgestalt, die dann quasi, ich glaube, das ist so eine Art, ich glaube, ein Tier oder was das auch darstellen soll. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, ich habe mich jetzt mit dem Mythos nicht mehr auseinandergesetzt. Es ist auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, also direkt als er rauskam. Deswegen bitte verurteilt mich da jetzt nicht. Könnt aber gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr da mehr von wisst. Aber auch hier so die kleinen Details, so mit dem kleinen Reh, das da mit den Lampen glüht, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch der Mond im Hintergrund, Krampus, sehr, sehr schönes Frontcover. Dann gucken wir uns den Spine an. Eigentlich steht da nur gerade Krampus, ist von Universal auf Steelbook erschienen, über Legendary. Ich weiß nicht, ob man das hier so ja, gut sehen kann. Krampus, ja, der Krampus, genau. So, und dann die Rückseite, da sehen wir dann quasi diese komischen, ja, was sind das, Dämonen, Gnome da, die Gehilfen vom Krampus. Kleine, fiese Horrorgestalten, bisschen wie Leprechaun, nur noch mit Hörnchen. Oben drauf. Ja genau, 2016 Universal erschienen. Dann machen wir das Ganze mal auf. Und ja, da haben wir dann, machen wir die erstmal die Blu-ray. Ach, auf Blu-ray ist das Ganze natürlich. Dann machen wir das Ganze mal weg und da sehen wir die Großmutter aus dem Film, die auch eine spezielle Verbindung zu diesem Krampus hat. Und ja, auf jeden Fall schön, dass man hier auch einen Innenartwork gemacht hat, ist ja auch nicht bei jedem Steelbook der Fall. Wenn es nicht der Fall ist, könnte ich immer kotzen, aber hier Gott sei Dank ist es. Und jetzt, wenn wir uns die Blu-ray ansehen, da sehen wir auch das Standardcover der Amaray und da muss ich auch sagen, puh, da bin ich froh, dass ich das Steelbook auf jeden Fall habe, denn ja, das normale Amaray-Cover sieht jetzt eher nach Asylum aus, als nach einem spannenden Horrorfilm, also Asylum, diese Billigfirma, ihr wisst schon. Ja, von daher greift dann lieber zum Steelbook als zu der normalen Amaray, FSK 16 das Ganze, aber sehr schön mit Oldschool-Flavor, handgemachten Effekten, schön auch in diesem alten Stil gemacht irgendwie. Sehr, sehr schöner Weihnachtshorrorfilm,
kann man sich dann, weiß ich nicht, vielleicht ab jetzt mal immer angucken, zusammen mit Gremlins und, was weiß ich, Sissy, was dann an Weihnachten immer so läuft. Und dann kann man dazu jetzt auch immer noch mal den Krampus gucken. So, wie teuer war das Ganze? Mich hat es jetzt so 15 Euro gekostet, das Steelbook. Aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so billig. Müsst ihr mal gucken. Ja gut, 30 Euro würde ich dafür jetzt nicht hinblechen, aber ja, wenn es so zwischen 10 und 20 Euro kostet, dann könnt ihr auf jeden Fall zugreifen. Und ja, sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. So, das war's dann von mir mit dem Krampus Steelbook. Wie gesagt, sehr schön das Design und sehr, sehr schöner gemachter Oldschool Horror. Hat mich auf jeden Fall überrascht, kann man sich gerne geben. So, das war's dann von mir. Ich verabschiede mich. Macht's gut. When I'm breaking the finger, Lord, I'm breaking my heart. And every Christmas Eve, my soul is always torn apart. Hey, wait a second, dude. I feel as bad as you. I don't wanna live like this no more. I just wish I could start over new. Damn, I feel just like you do. I know that